Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes, Folge 391. Neun noch bis zur 400. Folge. Und auch nochmal der Aufruf, also generell, ihr könnt mir für die 400. Folge gerne den krankesten Scheiß schicken. Da werde ich jetzt wahrscheinlich schon, während ihr diese Folge gesehen habt, ein Ankündigungsvideo für gemacht haben. Aber ich wollte es auch noch einfach hier nochmal schnell sagen. Ihr könnt mir alle was schicken, aber es muss geil sein. Und für die 400. Folge werde ich hart auswählen. Also ich werde nicht alles zeigen, sondern wirklich hart auswählen. Nur die geilsten Sachen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Starten wir also mit A von Fabian Greif heute. Ist schöner Name, A. Und wir sehen ein Auto. Sieht mir sehr geländegängig aus. Deswegen schicken wir das mal kurz auf die Reise in die Wüste. So. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz schick aus. Also, WASD finde ich sehr gut. Ich habe jetzt mal alle Gruppen angemacht. Hier hinten geht dann irgendwann der Propeller los. Und, okay, die... Boah, Alter. What the fuck? Was ist denn mit dem Auto los hier? Das driftet wie die Hölle und dreht sich sehr, sehr schnell. Ich glaube, kann es sein, dass da vergessen wurde, die Traktion von den Reifen einzustellen? Es sieht mir fast danach aus. Also auf jeden Fall, hier hinten kann man die Raketenwerfer noch schön verstellen. Guck mal, das sieht eigentlich ganz geil aus, muss ich tatsächlich sagen. Das ist eine schöne Ansicht. Allerdings, die Steuerung von dem Ding ist eine Katastrophe, eine mittlere. Es ist sogar ziemlich schwer, geradeaus zu fahren. Kurven habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Aber die Federung, ich brauche jetzt irgendwo mal ein Stückchen Berg. Die Federung scheint sehr gut zu funktionieren. Da kann man sich nicht beschweren. Okay, es hüpft ziemlich. Vielleicht kann ich mich doch beschweren. Aber es funktioniert. Die Federung, also das federt schön ein. Hier die Aufhängung funktioniert auch. Aber ich krieg das Ding nicht kontrolliert irgendwie. Schwierig. So, die Raketen funktionieren problemlos. Aber ich drehe mich die ganze Zeit wie die Hölle. Ich mache mal kurz den Propeller aus. Und schau mal, wie es ist, wenn wir nur mit der Antriebskraft der Räder fahren. Was ich tatsächlich glaube, wenn ich mir das... Ich drücke gerade nur geradeaus. Kann es sein, dass dieses Rad hier nicht mit dem Motor verbunden ist? Es ist verbunden. Ups, was ist denn jetzt los? Falsche Taste gedrückt. So, wie sieht es mit dem hier aus? Auch das hier ist in Ordnung. Dann frage ich mich... Was zur Hölle ist da los? Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nirgends großartig einen Unterschied. Also okay, hier hinten Sideways Traction 150, dass es halt nicht so hinten ausbricht. Trotzdem fährt es komisch. Weiß nicht wieso. Naja, machen wir mal weiter. Aber trotzdem, eigentlich ist es ein schönes Fahrzeug, nur funktioniert nicht so gut. Als nächstes kommen wir zum Abfangjäger von David. Und der sieht doch auch mal ganz schick aus. Hier ist irgendwas dran gebastelt, was ich noch nicht erkennen kann, für was es ist. Eine Kanzel nach hinten, oben, vorne. Interessantes Design. Ich mag das Flügeldesign eigentlich ganz gerne. Und der Übergang zwischen hart zu weich sieht auch nicht schlecht aus. Bleiben wir heute mal einfach hier. Gucken wir mal, wie es sich verhält in der Luft. So, einfach mal die Lüfte erheben. Funktioniert auf jeden Fall gut. So, also es gibt keinen VTOL-Regler, deswegen
ist das hier wahrscheinlich einfach nur tatsächlich für den Style. Weiß aber noch nicht, für was das gut ist. Und das fliegt auch ziemlich schön. Also da kann sich keiner beschweren. Das ist ein gutes Flugzeug. Auch bei der Geschwindigkeit. Also es wird nicht sehr schnell, aber wir kennen das ja aus Simple Plans. Normalerweise bei den niedrigen Geschwindigkeiten kackt das Zeug ja alles komplett weg. Ah, hier ist... Hier hätte es versenken müssen. Dann hätte es noch cooler ausgesehen. Vielleicht ein bisschen anwinkeln. Ah, und hier sehe ich jetzt auch nicht versenkt. Geht das denn mittlerweile in der Mobile-Version? Kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben? Geht versenken in der Mobile-Version? Weil das war ja irgendwie eine ganze Zeit lang ging das ja nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt mittlerweile funktioniert. Ich hoffe es doch. So, obwohl es ein Abfangjäger ist. Bodenangriff versucht, aber komplett gescheitert. Das interessiert überhaupt nicht. Ich glaube, diese MG-Schüsse werden immer noch nicht korrekt simuliert, sag ich mal. Was ich sehr, sehr schade finde. Das war knapp, aber ihr seht, mit dem Ding kann man ziemlich präzise steuern. Schön. David wird auch immer besser. Er ist ja jetzt schon eine längere Zeit mit an Bord. Und da kommen mittlerweile richtig nette Sachen raus. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich aus Versehen mit der Flügelspitze aufgehängt. Aber das ist ein gutes Flugzeug. Fetter Daumen nach oben. Nur hätte ich hier wahrscheinlich richtige MGs dran gemacht. Vielleicht noch drehbar oder so. Aber das ist jetzt nur Meckern auf hohem Niveau. Aber was das hier ist, das verstehe ich nicht so ganz. Könnte vielleicht irgendein Teil vom Motor sein. Irgendwie ein Krümmer oder so. Ich nicht sicher. Wenn ich mir das jetzt so angucke, erinnert mich das so ein bisschen an eine Stuka. Wollte ich nur mal gerade noch sagen. Aber vielleicht spielt man da mein Hirn auch einfach einen Streich und ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Deswegen machen wir weiter mit dem Auto von Dring HD LP. Da weiß ich wenigstens, was das ist. Das ist ein Auto. Und das sieht ein bisschen strange aus. Also ich finde das hintere Teil bis hierhin finde ich alles gut. Und dann ist da vorne so ein Schneeschieber dran. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schneeschieber, wie ich finde. Gucken wir mal, wie sich das verhält. Hier mit Blinkern und allem drum und dran. Finde ich sehr nett. Guck mal, sogar mit Einzelradaufhängung. Schön. Vorne und hinten wohlgemerkt. Und das fährt sich auch ziemlich angenehm. Komm, wir machen mal einen kleinen Stadtbummel. Ah, sieh mal an. Ey, das ist jetzt mal ohne Witz. Das liegt sogar gut in der Luft. Wir haben es ja häufig so, dass die Fahrzeuge dann nicht wirklich gut, naja, was heißt in der Luft zu steuern sind, aber ich habe das ja schon mal erklärt, mit dem Drehmoment und so kannst du ja schon ein bisschen was steuern in der Luft, aber normalerweise überdrehen sich die Fahrzeuge in Simple Planes meistens nach hinten, obwohl man nach vorne Gas gibt, was eigentlich keinen Sinn macht, aber ist egal und läuft. Es fährt richtig gut. Ich glaube, wir waren noch nie in dieser Stadt. Kann das sein? Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nie waren. Aber ganz ehrlich, hier gibt es auch nicht viel zu sehen. Es sind einfach kackhässliche braune Klötze. Mit Texturen aus der Hölle. So, fahren wir mal kurz in den Tempel. Also das ist gut zu steuern. Übersteuert ein bisschen. Aber noch abgefangen. Boah. So, die ersten... Oh. Okay, jetzt habe ich mich festgefahren. Kennt ihr die Szene aus Austin Powers 2? Ist das, glaube ich? Scheiße. Habe ich jetzt echt hier festgefahren. Im ersten Moment... schiebt das einfach zu stark über die Vorderachse weg. Da kriegen die Räder noch nicht so ganz Grip. Man darf echt nur minimal Gas geben.
Boah, wenn mein Auto sich so lenken würde auf engem Raum, würde ich wahrscheinlich nie einen Parkplatz bei uns finden. So. Hier war ich, glaube ich, noch nie durchgefahren. Man startet ja immer nur von hier vorne, aber hier hinten war ich, glaube ich, noch nie. Vielleicht gibt es ja ein geiles Easter Egg. Erwartet man ja von so einem Spiel wie Simple Plains. Nein, kein Easter Egg. Bin gegen irgendwas gegengefahren. Naja, wurscht. Schönes Auto. Nur das hier vorne sieht super strange aus, wie ich finde. Gehen wir weiter. Zum Ground Pound Bomber V1 von Planlos. Der ist doch auch ganz schick. Ground Pound Bomber. Wollen wir den Ground mit pounden? Erinnert mich ein bisschen an, also die Triebwerke irgendwie an eine ME262. Und das Ding hat einen ganzen Arsch voll Bomben bei. Ich finde das Geschütz ziemlich schön gemacht, muss ich sagen. Hier mit dem Rahmen und sowas. Schönes Ding. Das kann sich wahrscheinlich dann auch drehen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich vermute mal, dass es sich drehen kann. Ich suche jetzt gerade mal wieder den Konvoi. Da ist er ja. Dann bomben wir den mal weg, indem wir ihn groundpounden. Das war ein guter Treffer, würde ich mal behaupten. Alle kaputt. Mit zwei Bömpchen. Nett. Also man kann damit ziemlich genau zielen. Komm, und die Brocken. Die zerbomben wir jetzt auch noch. Ja, da gibt es gar keine Brocken mehr. Na gut, schmeißen wir es auf die Büsche. Miau. Ah, die haben ganz gut getroffen. Also das lässt sich sehr gut steuern. Sehr präzise mit Zielen. Was will man mehr, nicht? So, und hier irgendwo auf einer der hinteren Gruppen kann man tatsächlich auch das MG drehen. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn erst die Bomben und sowas ausgelöst werden und dann irgendwann das MG. Aber es funktioniert. Raketen haben wir auch noch dabei. Falls hier nochmal ein Konvoi kommt, können wir den gleich auch noch schreddern. Sonst nehmen wir die Tempelanlage unter Beschuss. Wie weit fliegen die Raketen eigentlich? Unendlich weit. Mehr oder weniger. Tempel getroffen. Oder Pharaonenpalast oder was auch immer das darstellen soll. Schön. Gutes Flugzeug. Ich hatte anfangs so ein bisschen gedacht, die Flügel sehen komisch aus, wird sich komisch fliegen, aber das Gegenteil ist der Fall. Schnell noch gelandet, zum Nachladen. Gefällt mir. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, geil, Moment. Wie ich es liebe. Nice. Schönes Flugzeug. Auch hier noch, das habe ich gar nicht gesehen, hier so ein Rahmen auch fürs Cockpit vorne. Gefällt mir. So. Und jetzt kommen wir zu etwas, da bin ich wieder, ich glaube, ein bisschen stinkig. Denn ich habe von Night Fury eine Saab 35 Draken bekommen. Er hat sich das entliehen von Maverick 7. Und die Originale sieht so aus von Maverick 7. Also richtig schöne Draken. Finde ich richtig gut gemacht. Gefällt mir. Merkt's euch. Und das hier habe ich von Night Fury bekommen. Ich sehe persönlich fast keinen Unterschied. Die Bewaffnung wurde geändert. Das ist okay und gut. Aber der Rest ist doch das gleiche Flugzeug. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Was wurde hier verändert?
nicht allzu viel, muss ich leider sagen, oder? Was sind das hier für komische Waffen? Die sind wahrscheinlich auch nicht selber gebaut. Deswegen, was soll ich dazu sagen, ne? Ah, das sind Rocket Pots umgebaute. Also falls du die selber gemacht hast, die sehen cool aus. Aber der Rest des Flugzeugs ist halt einfach mal nicht selber gebaut, sondern einfach nur die Farbe geändert. Und ich habe doch schon mal gesagt, Leute, mehrfach, viel mehrfach. Macht das doch nicht. Was habt ihr davon? Klar, hier sind keine echten Waffen dran. Wahrscheinlich, vielleicht stammt das aus einer Zeit, wo Simple Plans noch keine Waffen für die Mobile-Version hatte. Keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich das nicht gut. Deswegen zeige ich jetzt das Originalflugzeug und nicht den minimal veränderten Nachfolger. Die funktioniert sehr gut. So, da kann man sogar alles abwerfen. Alles gut. Das ist ein gutes Flugzeug. Kannst du nicht meckern. Schwabbelt ein bisschen beim Fliegen. Ups. Aber ist ein cooles Flugzeug. Kabums. Kabums. Ich glaube, die Raketen fliegen gar nicht. Ist nicht mal tatsächlich eine MG verbaut, merke ich. Die Bomben oder die Raketen fliegen einfach nach unten. Also, das ist ein richtig geiles Flugzeug. Ich hatte, habe ich ja schon öfters erzählt, mal so ein Quartett, ein Kartenspiel. Und da war die auch dabei. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich bin ja mittlerweile auch schon ein wenig älter. Also was heißt älter? Ich werde jetzt nächstes Jahr 30. Und als ich das Quartett hatte, da war das Ding hier noch halbwegs modern. Also das ist ja auch schon mittlerweile ein paar Jährchen alt. Ich möchte auch mal behaupten, dass das gar nicht mehr wirklich eingesetzt wird. Aber ich mochte das. Ich mochte vor allem die Flügelform, weil das so, ja, außergewöhnlich eigentlich ist. So ein Delta-Flügler. Hatte schon was. In demselben Quartett waren da noch, keine Ahnung, zum Beispiel der F-14 Tomcat drin. Habe ich euch letztens schon mal gesagt, mein Lieblingsflugzeug. Also ungefähr dieselbe Zeit. Also irgendwie 80er, 90er. Da waren die Dinger dann quasi in Dienst gestellt, glaube ich. Und bis vor ein paar Jahren waren die ja noch quasi modern. Also schönes Flugzeug, aber leider nicht der Originalbauer anwesend. Und deswegen kommen wir zum letzten Werk von heute und da muss ich tatsächlich auch sagen, das coolste von Peter Wodrich, die Steampunk-Fledermaus, Steampunk-Bat. Und die sieht mal mega geil aus. Oder? Hier mit so den Abspannleinen und den Flügeln hier. Wahrscheinlich so ein Holzgestell. Richtig gut. Egal, was jetzt bisher dran kam, ich glaube, es ist klar, was auf Thumbnail drauf kommt. Finde ich mega gut. Peter Wodrich hat sich auch sehr gut weiterentwickelt. Also wirklich sehr, sehr gut. Fahrwerk selbst gebaut. Kann man natürlich nicht einfahren, aber das ist ja auch klar. Ist wahrscheinlich irgendwie. Sieht ein bisschen aus, als wäre es quasi auf Basis von einem LKW-Führerhaus entstanden. Warum ist das hier hinten blau? Das sieht kacke aus, aber der Rest ist cool. Richtig schönes Ding. So, die Bomben müssen wir mit Alt abwerfen. Hier, guck mal. Mit Sprachrohren und... Gefällt mir. So, gucken wir mal, ob wir damit irgendwas treffen. Oder, Moment, kann man hier noch irgendwas umstellen? Hier hinten der Trim, das da. Ah, und hier hinten kann man das Fahrwerk noch einstellen. Okay, das war ein bisschen dumm. Quasi so Startklappenmäßig oder was? Wie benutzt man das denn dann am besten?
Ja, verursacht Auftrieb. Funktioniert. Schön. Rocket Pods. Ach, die sind nach unten gerichtet. Hä, ich hab's gerade so gefragt. Wo sind die Rocket Pods? Aber da sind sie ja. Nach unten gerichtete Rocket Pods. Das ist natürlich eine fiese Geschichte. Und 5 Boom 25. So, dann machen wir mal einen Flyby. Und versuchen mal mit den Rocket Pods ein bisschen Wirkung auf die, auf den Konvoi zu erzielen. Fliegt das jetzt lieber von der Seite an, anstatt von hinten oder vorne, weil das Ding ist ein bisschen träge, da muss man ein bisschen aufpassen. So, und los geht's. Ah, tatsächlich, sogar was getroffen. Wenn die jetzt anfangen, auf mich zu schießen, habe ich natürlich keine Chance. Vor allem ist der Anti-Air-Tank, glaube ich, noch nicht ganz kaputt. Boah, der Wendekreis ist natürlich krass. Aber na gut, man muss immer sagen, ja, so Steampunk und so, das ist ja nicht immer das Höchste der Technik. Also quasi in den Universen immer schon, aber... Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Was für eine Geschwindigkeit? 20.000 Meilen pro Stunde. Sehr schön. Naja, aber das war nochmal so ein kleines Highlight für mich für heute. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Tschüssi.